Moin Moin, hier ist der Frank. Schön, dass ihr auf meinem Kanal die Dampfvermeide gefunden habt. Als ich heute meinen Tisch bereitet habe, um ein Video zu drehen, bin ich mal wieder über ein Ärgernis gestoßen. Obwohl ich besseren Wissens eigentlich weiß, wie es geht, passiert es mir aber doch immer wieder, dass ich Verdampfer, die ich gerade nicht benutze, aber noch voll sind, falsch parke. Die meisten Verdampfer, wo der Coil unten ist, also permanent im Liquid schwimmt, neigen dazu, doch immer mal ein bisschen Liquid loszuwerden. Also rauszulassen durch den Coil, obwohl kein Unterdruck da ist. Ich bin dann, ja, ich wollte dann hier den Kangatech Subtank Mini mal hochheben und ja, hier, ne? Das ist ein, ja, so ein kleiner Ständer, wo man Verdampfer drauf parken kann. Aber es sollte eigentlich nicht so sein, dass sie selbst daran kleben, sondern wie hier, ne, ist einfach nur so ein Loch und ne, da klebt gar nichts. Also ja, also auch hier der GSR neigt auch dazu zu siffen. Dann hatte ich nun andersrum geparkt und das ist eigentlich auch die Lösung. Drip-Tip abmachen. Und andersrum parken. Ja. Einfach andersrum hinstellen. So, und das Drip-Tip vielleicht hier so schräg daneben oder sowas. Sieht ein bisschen doof aus, ich weiß, aber so ist das Liquid jetzt nicht am Coil dran. Der Coil kann nichts weiter abgeben an Liquid. Und ich habe immer einen sauberen Tisch, Arbeitsplatz und nicht solche klebenden Dinger, weil. Das ist jetzt hier, das bringt die Kamera, glaube ich, gar nicht so gut rüber. Na, wo machst du meine Hand scharf, aber den Rest nicht. Na, egal. Ihr seht es ja, ne? Es klebt. Gut. So, einen kleinen Schnitt habe ich hier doch noch, weil ich noch was vergessen habe. Ihr solltet natürlich auch so Akkuträger, wenn ihr ganz viele davon habt, nicht so parken, dass obendrauf dein Verdampfer drauf ist. Weil wenn dann die Verdampfer wie hier zum Beispiel der Ego One Mega anfangen zu siffen und das dann in die Elektronik reinläuft, dann kann es sein, dass euch der Akkuträger kaputt geht. Wäre natürlich schade, ne? Also, betrifft natürlich nur die mehrere Geräte darum stehen haben und dann dadurch auch mal ein paar längere Zeit vernachlässigen. Gut, und jetzt habe ich glaube ich aber alles gesagt. Ich wünsche uns weiterhin viel Dampf in allen Gassen und wir sehen uns. Ciao.